Hallo und somit herzlich willkommen zurück bei The Spectrum Retreat im Stockwerk 3, Aufgabe 301. Das letzte Mal haben wir gesehen, wie alles etwas zerfällt. Deshalb... Okay. Dieses Spiel. Müssen wir wohl etwas schneller werden? Okay, es wäre nett für eine kleine Einführung. Castro Vaiva. Castro Vaiva. Gut, können wir uns jetzt hier teleportieren? Wird das hier alles noch komplizierter? Dass ich gar keine Ahnung mehr habe, was ich hier mache? Gut möglich. Das Spiel ist voller Überraschungen. 301 abgeschlossen. Synchronisierung 302. Okay. Ach du Scheiße. Ich glaube, das wird lustig. Okay, schien ja noch einfach zu sein. Vorerst zumindest. 302 abgeschlossen. 303. Wieder ein Erinnerungsfragment. Looking after your future. Okay, rot, rot. We're here to help. Rot, rot, grün. Was hat's mit dem Grün hier auf sich? Okay. Okay. Gut, ich hab's gesehen. Denn hier färben wir grün um. Okay, der ist weiß. Scheiße. Habe ich es verkackt? Ne, habe ich nicht. Doch, ich habe es verkackt. Ich brauche Weiß. Hier Weiß. Dann rüber. Dann nehmen wir hier Weiß, nehmen wir hier Grün. Okay. Nice. For peace of mind. Gut, haben wir auch geschafft. Weiter geht's. 303 abgeschlossen. 304. Oh no. Please don't. Okay, brauchen wir blau. Die sind alle weiß. You're here to help. Was steht hier? The king of betrayal. Furry as crow flip-flops on healthcare promises. Der König des Verrats. Wut auf Crows Schlingerkurs bei Gesundheitsversorgung. Pressekonferenz. Governor Crow wird nach heftigen Reaktionen auf Rede Social Engineering vorgeworfen. Wut und Unglaube machten sich gestern breit, als Governor Crow ein weiteres Modell seiner Vision zum Thema Volksgesundheit in den USA mit überraschendem Widerhall aus der Vergangenheit vorstellte und sich so Vorwürfen von Verrat und Wahlbetrug ausgesetzt sah.
Das System ist kaputt, so Crow am späten Dienstagabend gegenüber Journalisten in San Francisco. Es kann nicht repariert werden, glauben Sie mir. Wenn das möglich wäre, würde ich es tun, sagte er. Schuld trägt die letzte Regierung, es war ihr Versagen. Darum muss sie weg. In einer scharfen Zurückweisung sagte Senator Adam Curtis, FL, Senator von Florida, das ist mehr als die übliche Katzbuckelei vor der Versicherungsindustrie. Was Crow hier vorlegt, ist buchstäblich Social Engineering. Ich weiß, wie dramatisch das klingt, aber es ist zweifellos Tatsache. Das ist Bevölkerungskontrolle. Eugenik. Crow versucht aktiv die Ärmsten unseres Landes, unsere Schwächsten anzugehen. Armut darf kein Todesurteil sein. Wenn es darum geht, amerikanische Familien zu verraten, ist er der König. Crow schlug in typischer Manier zurück. Irrationale Worthülsen ohne jede sachliche Grundlage. Unsinn, blanker Unsinn. Damit sparen wir Milliarden. Für Sie, für Ihre Kinder. Ohne Anzeichen auf einen Rückzieher wird Crow sich derartigen Angriffen in den kommenden Monaten noch häufig ausgesetzt sehen. Okay. Was diese Geschichte hier mit dem Spectrum Retreat hier zu tun hat, habe ich im Moment noch keine Ahnung irgendwie. Also, was hier genau der Zusammenhang ist. Aber werden wir bestimmt irgendwie noch herausfinden. Ich glaube, ich habe es geschafft. So. Blau. Hier oben brauchen wir Rot. Ich deponiere mal das Blaue hier. Okay, nee, wir brauchen Grün. Okay, Fuck. So sollte es eigentlich gehen. Gut. Haben wir geschafft. Nice. 304 abgeschlossen, 305 folgt. Okay, grün, rot. For peace of mind. Grün. Okay, Wir haben hier Rot. Hier ist der grüne Klotz. Okay, grün brauchen wir, um dort nach drüben zu kommen. Gibt hier auch noch was? Wie der Arzt berichte. Okay, das ist die gleiche Zeitung. Muss uns jetzt mal hier nicht interessieren. Hier brauchen wir Blau. Woher kriegen wir den Blau?
Ne, warte. Grün braucht man, um nach dort drüben zu kommen. Oh mein Gott. Nee, keine Ahnung gerade. Hier brauchen wir Rot, damit wir nach dort drüben kommen. Aber dann muss der hier grün sein. Dann, warte. Ich glaube, wir müssen von dort drüben blau hier nach drüben holen. Dafür brauchen wir Rot und Grün. Und dann hier nochmals Grün, bitte. Okay, hier können wir das erste Mal eine Farbe durchschleusen. Warte, der... Ne, der überschreibt die Farbe. Hier brauchen wir Grün. Rot können wir vergessen, da wir dort drüben grün brauchen. Holy shit, das wird kompliziert. Okay, wir haben jetzt mal Blau. Blau brauchen wir ganz dort drüben. Jetzt brauchen wir auch wieder Grün, um nach dort drüben überhaupt zu kommen. Und lass mich raten, wenn wir das haben, brauchen wir noch Rot. Was wir wahrscheinlich auch irgendwie nach drüben bringen müssen. Jetzt sind wir hier. Blau. Okay, ne, gut, habe ich geschafft. War nicht ganz klar, dass ich das schaffe. 305 abgeschlossen. 306 folgt gleich. Okay. Holy shit. Ich glaube, es ist immer die gleiche Zeitung. Ne? Ja. Können wir nicht ansehen. Auch die gleiche Zeitung. Okay, das sind Teleporter. Das heißt... Von hier unten können wir mit jeder Farbe wieder hier nach... Scheiße. Das wollte ich nicht. Come on. Wir brauchen am Schluss Blau. Das steht schon mal fest. Mit Weiß kommen wir hier nach unten. Weiß wird hier überschrieben. Blau, Grün haben wir hier. Mal schauen. Okay, der muss grün sein. Dann Weiß, dann wieder grün. Grün. Weiß. Ne, Weiß. Grün. Blau. Der letzte muss rot sein. Blau, brauchen wir blau noch? Keine Ahnung, deshalb lasse ich das mal hier. Mit Weiß kommen wir durch.
So. Jetzt kommen wir hier runter. Hier geht es nicht weiter. Dort drüben ist grün und weiß. Hier haben wir einen weißen Block. Blau. Wir brauchen grün, um dort durchzukommen. Holy shit. Hier brauchen wir grün. Aber wie kommen wir mit grün hier rüber? Warte. Tauschen den mal auf weiß. Mit weiß kommen wir dort nach drüben. Mit blau kommen wir hier durch. Rot ist im Moment egal. Wir brauchen hier grün. Nee, rot ist nicht egal. Doch, grün. Wir brauchen ja grün. Hä, was studiere ich hier so lange rum? Und mit grün kommen wir dort drüben hinein. Und am Schluss brauchen wir blau. Okay, wir brauchen grün am Anfang, dann... Der muss rot sein, dann grün, dann rot. 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 Also grün, rot. Rot. Den tauschen wir mal. Der am Schluss muss rot sein. Nochmal kurz schauen. Grün brauchen wir am Anfang. Der zweite hier muss auch rot sein. Stimmt das? Ne, der erste, was tatsächlich für ein Bullshit. So, jetzt aber. Nee, doch nicht. Warte. Ah. Da gab es noch einen versteckten Block. Jetzt soll es gehen. Rot, grün, rot. Ja. Dann hier haben wir hier den blauen Klotz, mit dem wir die Aufgabe geschafft haben. Nice one. Nice. Sieht doch ganz gut aus. Aufgabe 6 abgeschlossen. Nun kommt 7. Okay, roter Block, der überschreibt. Grüner Block, der schwebt. Denied Indigo Healthcare Group, Primary Customer Information, San Francisco. Zip Code abgelehnt. Robin, das ist unser Kind, schätze ich. Nee, das ist die gleiche Zeitung. Gut, blau. Blau und grün.
grüner Klotz, der sich bewegt, rot überschreibt. Wir brauchen grün. Nee, der hier muss blau sein am Schluss. Und hier brauche ich blau. Gib mir mal grün, bitte. Blau brauche ich am Schluss. Den hier können wir umfärben. Was hat es mit diesem Balkon dort oben auf sich? Okay, mit Rot kommen wir nach oben. Ich brauche Weiß. Habe ich es verkackt? Yes. Gut. Weiß müssen wir irgendwie behalten. Da wir sonst gar nicht weiterkommen. Brauche ich irgendwo grün? Ja, grün brauche ich ja hier. Komme ich mit grün da drüber? So, dort hinten hat es noch grün. Ich glaube, den grün brauchen wir am Schluss. Deshalb kann ich den grün hier erstmal überschreiben. Dann habe ich hier weiß. Um hier durchzukommen, kann hier rot nehmen. Um hier durchzukommen, habe hier blau. Mit blau komme ich dort unten durch. Sollte ich eigentlich. Mit rot komme ich ja hier durch. Aber dann brauche ich wieder weiß. Ich brauche weiß, um zurückzukommen. Ne, warte. Ich kann mich doch porten, oder nicht? Nice. Habe ich jetzt das Spiel ausgetrickst? Möglicherweise. Grün brauchen wir, um dort durchzukommen. Der überschreibt. Rot brauchen wir nicht. Den tauschen wir. Dann habe ich hier blau. Und Aufgabe geschafft. Langsam klappt es doch schon etwas besser, würde ich sagen. Komm, die zwei Aufgaben schaffe ich jetzt noch fertig. Hoffentlich. Denn sonst wird die Folge etwas lange. Das war schon mal ein Fehler. Oder auch nicht. If you recall, we explored that option, but can't proceed down that path. That type of treatment isn't covered on your plan. But can't you... What was it you said? You can escalate the case, I thought. I could. If any of Robin's tests came back positive, a case could be made. But without that, the odds of success are... I cannot redirect resources... from other patients in your son's position whose tests are positive. Cannot or will not. I'm sorry. In this instance, they're one and the same. So you get to decide if our son... if my son lives or dies. It's not a decision I take lightly. And it's not final. We'll continue running tests and then... What tests?
other test could there be? What are you waiting for? Don't walk away from me. Dr. Wright! Hört sich gar nicht gut an. Höre ich jetzt die ganze Zeit das Geweine? Das macht mir irgendwie Angst. No. Da komme ich ja gar nicht mehr rüber. Das ist irgendwie komisch. Ich glaube, ich habe es einfach verkackt schon wieder. Warte. Ja, man kann ja hier einfach den roten nehmen, nicht Dusel. Muss ich hier nochmals hoch? Die anderen Farben kann ich von dieser Seite aus nehmen. Ich brauche blau und grün. Grün haben wir hier. Und so kriegen wir Grün raus. Das heißt, Grün haben wir schon mal. Rot brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. So kriegen wir hier Grün. Kriegen wir Grün hier drüber? Wie muss ich das machen? Ach so. Oh, ich bin halt einfach doof. Ach so, ich brauch hier blau und weiß. Aber hier drüben brauche ich Grün. Okay, hier komme ich gar nicht weiter.
das hier irgendwie cheaten? Was mir leider auch gar nichts bringt. Wie kriege ich grün hier rüber? Es gibt ja keine anderen Farben. Ich brauche ja grün, damit ich blau holen kann. Grün muss ich hier runterkriegen. Aber das brauche ich blau. Übersehe ich irgendwas wieder mal? Ich glaube fast, dass das der Fall ist. Okay, wir haben schon wieder eine halbe Stunde voll. Ich würde sagen, ich versuche noch etwas weiter. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich das Rätsel hoffentlich irgendwie geschafft habe. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Spectrum Retreat. Tschüss.